Oh Gott, wir sollten rennen. Oh nee, nee, nee. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von The Evil Within. Ich bin Little Compus Brain oder einfach nur Yannick. Gestern sind wir hier stehen geblieben und haben uns in dem Schrank da versteckt. Und ich muss ehrlich zugeben, oh, unser Bein ist ja eh schon demoliert. Ich habe ziemlich Angst, da jetzt lang zu laufen. Dreh dich nicht um. Warum drehst du dich um? Komm hier nicht hin. Oh Gott, er kommt hier hin, er kommt hier hin, er kommt hier hin, er kommt hier hin, er kommt hier hin. Ich versteck mich nochmal. Denn es ist ja ein Survival-Horror-Game und wir wollen ja survive und wollen nicht sterben, richtig? So, und bevor der richtige Part losgeht, der erste Part kam heute schon sehr früh oder spät, wie man es sehen will, in der Nacht raus. Um 3 Uhr oder so kam der raus, denn ich habe bei Twitter gefragt, ob ihr schon die erste Folge so früh haben wollt. Und ich habe sie dann einfach hochgeladen, weil beim Internet dauert so eine Folge zum Hochladen locker mal eben 5 Stunden. Deswegen habe ich das einfach in der Nacht hochgeladen, irgendwann war es draußen. Ein paar Leute haben es schon gesehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier oben ist immer eine Anmerkung, wo ihr auf den ersten Part klicken könnt. In der Beschreibung ist der auch. Und im ersten Part gibt es auch ein kleines Giveaway zu The Evil Within. Also wenn ihr das auch mal selber spielen wollt, ist das wahrscheinlich die beste Anlaufstelle. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier langlaufen muss. Er darf mich nicht sehen. Ja, das weiß ich wohl. Scheiße. Hat er uns gesehen? Irgendwas sagt mir, dass er uns gesehen hat. Ich glaube, wir sind gleich tot. Ja, sind wir. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum ein Quantum Pro, vielleicht kennt ihr auch den Let's Player, der hat bei Twitter geschrieben, The Evil Within ist so blutig, dass es schon wieder spaßig und lustig ist. Ich kann jetzt auf jeden Fall verstehen, warum er das geschrieben hat. Das kann ich jetzt hundertprozentig nachvollziehen. Er darf mich nicht sehen. Ja, das habe ich schon jetzt verstanden. So, hier kann er uns jetzt gerade eigentlich gar nicht gesehen haben. So, wir können uns hier mal kurz verstecken. Aber hier kommt er ja gar nicht lang, das ist das Problem. Der rastet ja nur da hinten irgendwo so ein bisschen aus. Und da rechts ist eine Kiste vor. Wo gehen wir denn nur lang? Da ist er jetzt gerade. Ja, der rastet da hinten ja komplett aus. Also wir müssen genau diesen Moment abwarten, wo er zur rechten Seite hinläuft, damit wir uns irgendwo da hinten verstecken können. Und einfach ist definitiv was anderes. Oh Gott, er hat die Kisten da zersägt. Sag bitte, du läufst den Gang da lang. Wir sind wirklich an ihm vorbeigekommen. Sag mir bitte, ich kann hier irgendwo durch. Ich habe eine Flasche. Oh Gott, da ist er jetzt durch. Oh, er sieht uns, oder? Ich kann nicht einschätzen, ob er uns sieht, weil er so komisch rumläuft.
Verdammte Axt. Die Lichtverhältnisse sind auch gerade auf gar keinen Fall auf unserer Seite. So viel dazu. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Flasche. Mit der Flasche sollen wir ihn ablenken. Das war doof. Gut, wir haben unsere einzige Möglichkeit, den jetzt irgendwie wegzulenken, haben wir gerade verspielt. Sag mal, sieht der uns hier hinter einfach nicht, oder? Weil irgendwie kann man da eigentlich rüber gucken. Aber okay, wenn er uns da nicht sieht. Beschweren will ich mich nicht. Es ist halt echt doof, dass wir gerade die Flasche verschmissen haben. Die hätten wir jetzt nämlich gebraucht. Verdammtus, verdammtus, verdammtus. Oh Gott. Kommt er jetzt da lang? Guck dir das mal an. Der läuft immer zu einer Ecke und rastet dann komplett aus. Das ist richtig komisch. Wie soll man so ein Vieh denn irgendwie einigermaßen das Movement drauf haben? Ja, ich will nichts sagen, aber ich glaube, weil ich mir die Flasche gerade weggeworfen habe, habe ich es mir jetzt echt ein bisschen verkackt. Jetzt dreht er nämlich wieder komplett aus. Ist die Fliege gerade vor die Webcam geflogen? Weil wenn ja, dann habt ihr gerade eine riesige Fliege in der Webcam gesehen. Wisst ihr was? Wir versuchen jetzt einfach mal Folgendes. Das hat gerade nicht funktioniert. Das hat gerade nicht funktioniert. Das hat gerade funktioniert? Was? Was? Ich dachte, der rennt uns voll hinterher und zersägt uns. Dass das funktioniert hat, das... Oh Gott, wir sollten rennen. Oh nee, nee, oh nee. Oh, uncool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hier rüber. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, der Aufzug ist offen. Das ist unsere einzige Rettung. Oh, komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm schon. Oh Gott. Tschüss. Wir sehen uns hundertprozentig nochmal wieder in diesem Spiel, das weiß ich jetzt schon. Oh Gott. Das mit unserem Bein ist halt echt nicht cool. Da kommt der Blutspucker. Du wolltest dir gerade nicht eine Zigarette anzünden, oder? Obwohl, ja, man kann es verstehen, Stressbewältigung. Man kann es ja irgendwo verstehen. Bethesda Softworks presents. Okay. Eine Leichenkammer. Lecker. Oh, Hannibal, ein Hirschkopf. Ui. The Evil Within. Tja, so heißt das wunderschöne Spiel, in dem wir uns gerade befinden. Und das war anscheinend die Introduction zu diesem Spiel. Interessant. Yay, Fahrstuhl. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon an diese schwarzen Balken und an die 30 FPS gewöhnt. Das haben die ehrlich gesagt echt nicht schlecht gemacht. Was? Ach stimmt! Wir sind jetzt ja einigermaßen draußen, ne? Hier müsste es jetzt ja eigentlich rausgehen. Nach Hause, aber das klingt schon so, als ob es hier nicht rausgeht.
What? Oh Gott. Nein, 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 nein. Gib doch Gas, gib doch Gas, gib doch Gas. Oh, komm schon. Da ist der Typ wieder. Was hat's auf sich mit dem? Oh Gott. Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Scheiße. Beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. What? Scheiße. Wir können nicht mehr zurück. Ja, das... Wow. Krasse Feststellung. Und... So lief übrigens meine erste Fahrprüfung. Oh nein. Was passiert denn hier? Scheiße. Kontinentalplatten können sich doch nicht so krass verschieben. Es ist, als ob sich ein Erdteil abspaltet. What? Was ist denn in der kurzen Zeit passiert, als wir in dieser Nervenklinik waren? Oder wo auch immer wir waren. Wir wurden ja von dem Typen mitgenommen, irgendwie. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Jo, das ist... positiv. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Okay. Gut, 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 gut. Nein, sag nicht, jetzt kommen gleich wieder diese lauten Töne. Fallen, fallen. Oh Gott. Alter. Fallen. Ich verstehe. Weil wir fallen. Au. Warum muss das immer so enden? Kapitel 1 überlebt. Yay! Wir haben Kapitel 1 überlebt. Gut, nächstes Kapitel. Gehen wir gleich mal schnell ins Kapitel Nummer 2. Okay. Kapitel 2, Überreste. Ja, das ist das, was wahrscheinlich was von uns übrig bleibt, wenn wir da mit so einem Krankenwagen irgendwie da von 5000 Meter runterfliegen. Was geht denn hier? Hallo? Moment. Okay, wir sind wieder in der Nervenklinik. Ein Doktor, eine Krankenschwester. Boah, was ist das denn für ein Rotstich? Das ist ja richtig krass. Sieht aus wie ein Instagram-Filter. Gott. Oh, OP-Saal. Was macht ihr jetzt mit mir? Ich möchte meine Hoden gerne noch behalten. Hallo? Oh nein. Oh nein. Jetzt kommt die Analsonde. Warum? Und wir werden jetzt einfach hier zurückgelassen? Boah. Das ist grell. Oh oh.
What? Kannst du mich bitte nicht besteigen? Oh. Wir sind aufgewacht. Das war anscheinend ein Albtraum. Und wir haben ganz wenig Leben. Halleluja. Was haben wir da denn? Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Oh. Sind wir in den See geflogen? Weil wenn ja, dann ist jetzt unsere komplette Crew draufgegangen. Hirn. Geil. Ich stehe auf Hirn. Calm down. Hallo. Jemand da? Boah. Wir nagen auf jeden Fall gerade echt am Leben. Kakerlaken. No. Da kommt wer. Hallo. Na? Sind wir wach? Ja. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Ach, ist das so? Das ist ja lustig. Wo sind die ganzen Kakerlaken hin? Was? Und warum ist da hinten ein Spiegel? Obwohl, das mit den Spiegeln habe ich, meine ich, schon bei der Gamescom mitbekommen. Ein Spiegel ist so ein Spiegel in eine andere Welt. Hallo? Jemand da? Aber ich glaube, das können wir noch nicht benutzen, nicht? Nee. Aber da werden wir später noch drauf zurückkommen. Das habe ich bei der Gamescom, waren wir nämlich... Also bei der Gamescom ist man irgendwo in ein Kapitel gesprungen. Das war halt mittendrin, damit man so alles mal zeigen kann, wie man schießt, wie man sich versteckt und so weiter. Da war man irgendwo in Kapitel 9, glaube ich. Was oder so. Geht hier vor? Und was machen die ganzen Zeichen hier? Ich bin leicht überfordert mit der ganzen Situation hier. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Substanziell? Sie sind hier stets willkommen. Ach, ist das so? Eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen... Okay, Kapitel 2. Schwieriger, einen neuen Spiel spielen. Ja, wir wollen speichern. Okay. Profil. Gut, dann würde ich sagen, wir machen erstmal einen Schnitt für die zweite Folge von The Evil Within. Wenn es euch gefallen hat, wird es mir natürlich wieder sehr viel bedeuten, wenn ihr dieser Folge ein Däumchen nach oben gibt. Und ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr selber in den Geschmack von The Evil Within reinkommen wollt, solltet ihr unbedingt den ersten Part gucken. Dort am Ende sage ich nämlich, wie ihr an diesem Giveaway teilnehmen könnt, damit ihr auch dieses Spiel und in den Genuss dieses Spiels kommen könnt. Auf jeden Fall, das wäre es für die heutige Folge. Ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder um 14.30 Uhr und 18.30 Uhr, da kommen nämlich die zwei Folgen The Evil Within raus, denn es kommen immer Doppelfolgen. Um 16.30 Uhr kommt Alien Isolation. Ich bin Little Kumpfis Brain oder einfach nur Yannick und bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kuprr.